Platzkommission empfiehlt Spielabsage. Um 15.30 Uhr betrat eine Kommission, geleitet von Josef Kreis, den Rasenplatz im Ludwigsparkstadion. Es kam, wie es viele bereits vorausgesehen hatten. Der Spielausschussvorsitzende des Saarländischen Fußballverbands verkündete, dass die Kommission den Platz als nicht bespielbar erachte. Ja, die Empfehlung ist, das Spiel abzusetzen aufgrund der Verletzungsgefahr oder der erhöhten Verletzungsgefahr der Spieler. Der Platz ist teilweise mit Eisschollen übersät, die im Moment vom Schnee bedeckt sind. Aber unter Berücksichtigung der Großwetterlage, die weiterhin sinkende Temperaturen verspricht, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, ist die Gefahr für die Spieler zu groß. Und deshalb würde ich empfehlen, das Spiel abzusetzen. Kommt diese Entscheidung dem 1. FC Saarbrücken zu Pass? Die Mannschaft hatte zuletzt neben zwei anstrengenden Spielen auch einige Reisestrapazen auf sich nehmen müssen. Nein, also ist es ja noch nicht sicher. Auch, ja, ich meine, ich habe das jetzt angedacht, die Empfehlung, ja, dass es so noch nicht geht. Ich glaube, es ist zu gefährlich einfach für die Spieler. Ja. Aber nein, also wir hätten gerne gespielt auch, sage ich. Wir haben jetzt ein Erfolgserlebnis wieder gehabt in Magdeburg. Also mit dem her. Wäre es uns schon lieber gewesen, wir wären im Rhythmus jetzt einfach geblieben. Jetzt aufgrund der Situation des FSV Zwickau scheint sich ja dann ein Nachholspiel, sofern es das geben wird, ganz weit nach hinten zu ziehen. Ist das ein großer Nachteil? Ach, ich sag mal, in dieser Saison muss man jeder mit so Situationen klarkommen. Ja. Wird es immer wieder Probleme geben, weiterhin auch noch und sowas. Und das muss man sich bewusst sein, dass das keine normale Runde ist und so. Und so muss man sich das auch annehmen.